Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind immer noch in der Cosmo-Region und ja, werden jetzt in dieser Folge erstmal dort zur Jagd Nummer 3 hin aufbrechen. Gucken, ob wir da so hinkommen, so einfach. Ja, so schon mal nicht. Ich glaube, das führt uns nach dort hinten. Egal, gehen wir erstmal einfach hier so durch. Ich werde kämpfen. Aufgepasst. Übernimm du. Wurde schon ungeduldig. Ja. Da also. Na? Da also! Vergiss es! So. Das andere Ende der Welt mit ihm jetzt immer rauf da! Verzähl dich! Schmeckt dir das? Das tut weh! Fahr zur Hölle! Riecht übel, was? Dreckstück! Moment! Schneller! Na, komm schon. Yippie, wir haben's geschafft! Kommt man nicht hoch? Gut, was haben wir denn hier? Ein Hafen? Gut. Da kommt man wahrscheinlich hier so hin. Es wird erzählt, dass sich St. Alters Heer verhungernde Seelen in diesem Ort versammelt. So, dann mal hier hochgucken. Hier ist Beobachtungsposten für Lebensquelle Nummer 1. Oh, eingezäunt. So können wir die Lebensquelle aber nicht untersuchen. Ohoho, da habe ich doch glatt vergessen, euch den Schlüssel zu geben. Opa, was machst du denn hier? Jetzt guck doch nicht so. Ich musste mich einfach mit eigenen Augen überzeugen. Gut, die sieht definitiv nicht mehr so frisch aus. Die Quelle hier scheint bereits versiegt zu sein. Habt ihr das Messgerät? Ja. Fünf. Acht. Kaum eine Reaktion. Es zeigt fast gar nichts an. Verstehe. Wir sollten zur Sicherheit auch die anderen Stellen überprüfen. Lasst uns unser Glück als nächstes an diesen zwei Positionen versuchen.
Ich komme nach, sobald es meine müden Knochen erlauben. Müden Knochen? Du schwebst doch hier auf dieser Kugel ständig rum. So anstrengend kann es wohl kaum sein. Es wirkt, als würde sie etwas fürchten. Apropos fürchten, wo ist der Gegner, den wir das Fürchten lernen müssen? Gott, was für eine schlechte Überleitung. Egal. Wir müssen irgendwie uns dort hoch gleiten lassen, denke ich mal. Müssen wir dieses Ding hier benutzen. Allerdings, wo ist die Startposition dazu? Oh, ja, da drüben. Dann bräuchten wir nicht mal mehr Startposition, damit die hier hochfliegen können. Ja, wie... Nein. Oh, Kamera, echt. Na also, geht doch. Jetzt erstmal hier entlang. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Seltene Griffon-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Der Griffon ist eine Mischung aus Vogel und Säugetier. Aus der Luft stürzt er sich auf seine Beute, um sie mit seinen scharfen Krallen zu töten. Zahllose Überlieferungen zeugen davon, dass er schon sehr lange existiert. Allerdings haben seine Schwanzfedern eine halluzinogene Wirkung, weshalb es kaum präzise Beobachtungen über ihn gibt. Und diese seltene Spezies ist ein besonders unbeschriebenes Blatt. Das ist unsere Chance! Aber Achtung, beim Datensammeln sollte man immer ein Auge auf seine Schwanzfedern haben. Gut, elementare Schwäche ausnutzen, schocken und innerhalb der Zeit. Ich lasse Stimmung auf den Ring. Bin mal so frei. Blitz. Wenn es einen heraufbeschworenen Wirbelsturm in der Umgebung loslässt, kann es schockanfällig gemacht werden. Dann übernimm. Bereit? Ich leg los. Los. Der ist für dich. Geht's dir nicht gut? Warte. Na? So, jetzt erstmal den heiligen Magiekreis. Und dann Blitz. Haben wir gar nicht da? Warum haben wir keinen Blitz da? Wechsel! Super! Das wird unsicher! Na, wird schon dem Schwindel weiter los! Das hat auch keinen Blitz. Kannst losgehen? Zieh dich zurück. Warum habe ich jetzt keinen Blitz da? Hier ist jetzt Schluss! Ja, genau so. Hau rein! Ich hab das letzte Wort!
Was nehmen wir denn? Ja, sichere Klaue. So, mal Schallwellen. Cool Shutter. Dein Einsatz. Darf jetzt nicht schlafen. Was? So, wilder Bulle. Ich gebe nicht auf. So, Blütensturm. Ziemlich schwach. Die Mission wurde erfolgreich abgeschlossen. Kann es sein, dass der Kampf etwas zu leicht war? Was für eine Leistung, Cloud. Wie war es, gegen die Ungeheuer der Kosmoregion zu kämpfen? War ein Klacks, nicht wahr? Da genügt ein Blick auf die Kampfdaten. Nach deiner Meinung hat doch niemand gefragt. Außerdem befinde ich mich gerade in einer tiefgründigen Konversation mit Cloud. Dazwischenklappern ist unhöflich. Cloud, auch dieses Mal habe ich wieder eine Kampfsimulation erstellt, der du dich gerne stellen darfst. Okay. Allerdings, warum hat Eris keinen Blick? Ach ja, weil der Stab der Weisheit noch nicht so... Ja. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen kämpfen, wenn Eris dabei ist. Die muss unbedingt ihre Waffe ein bisschen aufleveln. So, aber... Ja. Zurück, denn da war irgendwo eine Lebensquelle, wo so eine Eule schon wieder rumgeflogen ist. Ja, da kommt sie auch schon. Geht's denn dahin? Achso. Gut, gucken wir gleich. Dann erst noch hier rein. Lebensquelle analysiert. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthesechip orten. Er scheint unter Ruinen in den Bergen begraben zu sein. Diese Relikte der Vergangenheit werden auch heute noch erforscht. Man vermutet, dass sie vom alten Volk oder vergleichbaren Kulturen stammen. Es schadet sicher nicht, wenn du sie dir bei deiner Suche nach dem Synthesechip genauer ansiehst. So, und das ist wo? Ach, dort. Waren wir da nicht eigentlich schon? Da geht's ja durch. Okay, ich glaube, da hätten wir ein bisschen genauer erforschen können, wobei... Doch, da kommt man eigentlich... Nee, das sind Absprungbretter. Ja, mal gucken. So, wo geht's hier hin? Achso.
auf Nummer sicher. So. Mit Blitz. Jetzt! Ich zähle auf dich. Komm schon! Geht's dir nicht gut? Und los! Alles okay? Los! Überlass das ruhig mir. Oh, ist dir etwas schwindelig? Ha! Komm zusammen, Herzlos! Das ist doch nicht leid. Oh, heilender Wind. Fange uns mit deiner heilenden Kraft. Ist dir etwas schwindelig? Du wirst nicht bleiben. Hier komm ich. Der ist für dich. Nicht zu nah rangehen, ja? Okay. Los geht's. Auf Wiedersehen. Achtung! Ist schon wieder das Limit für die? Bis hier und nicht weiter. Oh, grausige Schlünde. Kampfsimulator wurde erweitert. Ich glaube, das ist das mit, was wir genügend analysiert haben, damit wir eine neue Feindtechnik bekommen. Eventuell. Vorsicht! Hier gibt es Ungeheuer! Seltene Dornenwurz-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Da der Dornenwurz weder sehen noch hören kann, nimmt er anhand von Bodenerschütterungen Feinde in der Umgebung wahr. Diese greift er dann gezielt mit seinen frei beweglichen Ranken an. Da die Ranken sehr flexibel und widerstandsfähig sind, werden sie seit jeher als Material im Fachhandwerk geschätzt. Die von seltenen Exemplaren sind sogar feuerfest. Nicht umsonst heißt es, gibt's wohl einen Brand? Nimm Dornenwurzranken zur Hand. Wir sollten auf jeden Fall untersuchen, ob das Pflanzenungeheuer nicht noch weitere außergewöhnliche Merkmale besitzt. Okay, schockanfällig, schocken und erledigen. Aktualisiere bestehende Datensätze. Bin mal so frei. Wirksam Eis. Nutze elementare Schwäche, um schockanfällig zu machen. In dem Flammenzustand setzt er Konterattacken ein. Eine Flammung kann durch Ausnutzen der elementaren Schwäche wieder aufgehoben werden. Übernimm du. Dein Job. Bin ich jetzt dran? Ab mit dir. Du hast Eis. Ja, dann machst du erstmal den heiligen Magiekreis. Verdammt! Ich mach's. Was ist denn los? Nimm das! Ich habe nichts anderes erwartet! Ich zähle auf dich! Komm schon! Und los! Auf die Nuss! So, Eisra! Okay. Dann mal so. Mit Yuffie dann Eisangriffe benutzen, weil die Dinger sind irgendwie doch relativ. Nicht übertreiben! Stets zu Diensten! Rufe Datenverzeichnis auf. Da der Dornenwurz weder sehen noch hören kann, nimmt er anhand von Bodenerschütterungen Teile in der Umgebung wahr. Diese greift er dann gezielt mit seinen frei beweglichen Ranken an. Da die Ranken sehr flexibel und widerstandsfähig sind, werden sie seit jeher als Material im Fachhandwerk geschätzt. Die von seltenen Exemplaren sind sogar feuerfest. Das sind doch alles! Sonst heißt es, gibt's so einen Brand, nimm Dornenwurz Ranken zur Hand. Wir sollten auf jeden Fall untersuchen, ob das Pflanzenungeheuer nicht so wild wie der Show in Sonnen, so wild wie der aufgewühlte Ozean. Ich übernehme. Was sehe ich dir jetzt? Eine Auffrischung. Los geht's. Jetzt. Neuer Versuch. Wo hängt denn der fest, Mensch? Hier ist jetzt Schluss. Das Kampfgeschehen hat uns viele wertvolle Daten beschert. Vielen Dank. Gut, alles geschafft. Aber dass der ab und zu irgendwo in Felsspalten festhängt, ist irgendwie nicht so geil.
So, gut, dann als nächstes. Ja, wir erkunden einfach die Gegend hier, ne? Oh, Häschen. Einen Rubin. Sehen wir den Schokoküken, wo führt es uns hin? Ah, hier. Ah, da hinten ist ein Turm. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Oh, Häschen. Schon wieder. Eine Kosmotiz. Platz des alten Drachen. Der Grab halt jetzt aus. Danke. Gut, drei Schatzkisten. Ach, da haben wir schon die erste. Einen Smaragd. Das ist die Frage, wo die jetzt alle sind. Ich habe so eine Befürchtung, dass die irgendwo hier oben sein werden. Oder drin. Phönix wieder passt nicht mehr ins Inventar. Wie glauben wir denn davon? Hm. 99 Stück. Komme ich denn da jetzt rein? Irgendwo ein Punkt, wo ich da direkt abheben könnte, außer von irgendwo weit weg.
Ja, hier dürfen wir doch nicht ran. Ja, gut, muss ich gucken. Die einzige Stelle wäre hier, aber dann muss ich... Oh Gott. Na gut, gucken wir erstmal. Ist auf der Karte verzeichnet mit der Kiste. Staubstrahl. Voll auf die Mütze. Was? Weiter so. Jawohl. Und tschüss. Los. Besser geht's. Die Sterne sind auf meiner Seite. Überlass das mir. Entschuldige, es muss sein. Okay. Hier! Geht's dir nicht gut? Übernimm du! Ich mach das. So, ungezähmter Aufstand. Mir nach! Hehe! Ist was! Hüte, stark und weise! Ah, da drüben ist sowas zum Hochfliegen. Vielleicht kommen wir da jetzt zur Schatzkiste relativ einfach hin. So, einmal Türmchen. So, aber wir haben schon über die Hälfte geschafft. Ich weiß nicht, ich will irgendwie jetzt diese Schatzkiste haben. Hat nicht so geklappt. Nee, dann muss ich hier die Richtungen nehmen. Oh Gott.
Puh, eine Punktlandung. So, und ein Allheilmittel. So. Gut, aber alles gefunden. Das freut mich. Gut, ich habe schon gesehen, das Mogrihaus ist ganz da oben. Das auch alles oben, also ja, wir werden wahrscheinlich dann hier irgendwie so hochkommen und dann können wir hier so rüberfliegen und dann hui und dann da und ja, wir werden sehen. Zack. So, erstmal gespeichert und in der nächsten Folge geht es dann an dieser Stelle weiter. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao Leute. Antworte mir folgende Frage. Wo finde ich Sephiroth? Du meinst den Soldaten? Sollte ich diesen Ungeheuern etwa gleichen, bin ich am Ende kein Mensch. Läuten wir eine neue Ära ein. Feuer! Eine Armor? Kann man nicht einmal in Ruhe Albträume haben? Wer seid ihr? Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Beeil dich, Cloud.